Ich grüße euch, Leute. Heute habe ich euch hier meine R3H3 mitgebracht, weil unser heutiges Video ist ein kleines Erklärbär-Video und es trägt den Titel Erklärung von Felgendimensionen und Kennzeichnungen. Dazu seht ihr hier unten von dieser Felge die Kennzeichnung. Jetzt sagt euch sicher, boah, das sind aber viele Zahlen, Ziffern und Buchstaben. Was soll ich damit anfangen? Fangen wir an mit den 8,5J. Wir haben hier das Außenhorn und hier das Innenhorn. Und von den jeweiligen innenliegenden Seiten wird die 8,5J gemessen. Das sind 8,5 Zoll von Innen zu Innenhorn. Das X kennzeichnet einfach nur, dass diese Felge ist eine einteilige Tiefbettfelge. 19 bezeichnet die Zollgröße vom Durchmesser her. Da gibt es nicht mehr zu erklären. Das wissen, denke ich, auch die meisten von euch. Jetzt kommen wir zur ET. Nee, Quatsch. Zur ET. ET ist die Einpresstiefe und die wird nicht in Zoll, wie bei anderen Angaben angegeben, sondern in Millimeter. Wenn man diese Felgenmitte nimmt, dann hat man hier den Flansch und die Felgenmitte, wie ich es gerade gesagt hatte. Dann hat man hier einen gewissen Abstand. Dieser Abstand von Anbauflansch zur Radmitte, das bedeutet man als Einpresstiefe. Das ist hier 45 mm, steht auch in der Felge eingegossen, in den Speichen. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, boah, was nehme ich denn da für eine Einpresstiefe, was ist denn da möglich, dann ruft bei uns im Support an. Die können euch definitiv weiterhelfen und euch Tipps geben, ob es da Probleme geben wird. H steht für Hump. Hump ist diese Wulst auf beiden Seiten. H2, weil das Ganze gibt es zweimal. Und wofür ist die da? Damit der Reifen hier nach dem Aufziehen nicht mehr runterrutschen kann. Wenn euch das Ganze jetzt hier gefallen hat und ihr sagt, pass auf, die hat mir wirklich geholfen, die Erklärung, und ein bisschen weitergebracht wegen der Bestellung und allem, die ich aufgeben möchte, dann freut mich das erstens sehr. Und zweitens könnt ihr das ganze Video auch liken, teilen und abonnieren bei uns im Kanal. Bis dahin, viel Spaß beim Bestellen. Ciao, ciao, ciao. Ich hoffe, dass ihr das Video heute... Und ich habe euch heute meine R3H3 mitgebracht. Jetzt bin ich gerade nicht weiter. Du, der ist einfach vorbei. 8,5 ist eine Zollangabe. Und ja, das war's schon.